wilde Companeros. Wenn die sich in Marsch setzen, dann ist die Hölle los. Franco Nero als Großfürst Dimitri in den wilden Westen verschlagen. Ili Wallach, ein mit allen Wassern gewaschener Pistolenheld. Lynn Redgrave, eine Feuerbiene, die beiden den Startschuss gibt. Es lebe der Tod! Es lebe der Tod! Es leben die Companeros! Hier geht es um Gold, viel Gold, mit dem einer der beiden Companeros zum großen Volkshelden gemacht werden soll. Zwei wilde Companeros. Aber eins haben sie immerhin begriffen, nämlich, dass ich wertvoller bin als du, trübe Tasse. Wer von euch ist El Salvador? Er hier, Jenna, ist Salvador. Aber wer sind Sie dann? Ich bin Großfürst Dimitri Wassilowitsch Orlowski, militärischer Berater in seinen Diensten hier. Na, schwimm Pfirsich, den greife ich mir heute noch. Lass das lieber, sie ist Jungfrau und katholisch. Du Wildsau, du, deine alten Griechen kannst du dir in den Hintern stechen. Ich rede vom Gold des Gouverneurs von Sonora. Sag mir, wo es ist, und dir wird eine Schlafstelle im Himmelreich sicher sein. Der Himmel ist mir zu kalt, ich will in die Hölle. Aber mein Sohn, du versündigst dich. Quatsch, da gibt's wenigstens Huren und ich habe viel Zeit da unten. Die lassen auch nur einen ran, bei denen der Kopf nicht verbeult ist. Da kann nichts schiefgehen, denn das raffinierteste Weib zwischen Texas und Mexiko spielt alle seine Trümpfe aus. Schlag unter die Gürtellinie, voll in die Nüsse! Haben, dass die nicht mehr jahrelang in Gefängnissen sitzen müssen. Ich bin noch nicht fertig. Nämlich könnt ihr jede Bank ausplündern. Ich gebe das Geld frei. Und hinein! Zwei wilde Companeros. Ein ebenso wildes wie freches und grandioses Westernabenteuer.